Hier spricht wieder Ustra und es geht weiter mit einer weiteren Folge Dragon Age Origins. Und wir gehen erstmal hier über die Brücke, habe ich überlegt. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich machen müssen mit dem... Pff, er schwebt, sehr gut. Er schwebt auch so ein bisschen. Ob wir das wirklich machen müssen mit diesem Rook. Oder wie der heißen mag. Ich bin ja kein Namensexperte. Oh, jetzt zerschmettert den und ist alles gut. Und ich denke mal, ein Felsen zu zerschmettern ist nicht so schwer. Da hinten bräuchte ich Hilfe. Da ist einer schon mal, der nach da hinten zielt und stiehlt. Das ist aber nicht der einzige, den ich da brauche. Ich brauche da noch eine helfende Hand. Au, 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 Prügel. Ich brauche da noch eine weitere helfende Hand. Weil hier komme ich, denke ich mal, ganz gut klar. Genau. Auch weil die Morrigan jetzt doch wieder geholfen hat am Ende. Ich will jetzt nicht alle Kämpfe gleichzeitig hier bestreiten. Vielleicht erstmal gucken, was die Sachen jetzt so zu bieten haben, was man hier so looten kann, was es hier so zu... Vielleicht Ideen, vielleicht muss ich auch weglaufen und eine bessere Position, wie zum Beispiel hier diese Brücke suchen. Wo ich einfach... Weißt du was? Weißt du was? Das probieren. Ich muss nochmal eben eine neue normale Speicherung anlegen. Verzeihung. Aber das vergesse ich im Moment oft. Nicht, dass mal irgendwas abkackt von den Aufnahmen und dann stehen wir da und ihr habt eine Folge nicht gesehen. Das wäre natürlich tragisch. Wenn das jetzt storyrelevant ist. Vielleicht rennen wir direkt hier auf die Brücke. Das scheint taktisch der extremst geile Plan zu sein, den ich hier hatte. Ich habe ja noch nie jemanden in die Enge getrieben. Die Griechen werden... Es heißt, man kann hier... Wir können das auch anders machen. Wir können einfach in den scheiß Gang laufen. Als müssten wir schon wieder kämpfen. So, Punkt. Irgendwelche ja, die Befehle kommen jetzt, Morrigan. Ich habe da schon einige Ideen. Es gibt mehr. Müssen wir mal eben hier auf die Hochperspektive gucken. Ja, der war gut. Da können nämlich jetzt einige drauf gehen. Es macht viel mehr Sinn, Leute in die Enge zu treiben, weil ich habe einfach dieses so 300-mäßig, wisst ihr, in die Enge treiben und dann aum. Es ist noch nicht vorbei. Okay, ist auch nicht schlimm. Giftspinne. Ja, Giftschwall ist jetzt Nebensache. Riesige Giftspinne, okay. Dann müssen wir mal gucken, dass wir die jetzt... Okay, jetzt haben wir uns gut postiert. Als nächstes müssen wir irgendwie da rankommen. Orgrin ist mal wieder, natürlich, wie immer, überfordert mit der Situation gewesen. Morrigan, kann ich versuchen mit einem Heil, mit normaler Heilung zu heilen? Sehr gut gemacht. Und da kann ich einfach versuchen, den nochmal in Eis zu verwandeln. Oh, hat noch geklappt. Zwar ungewöhnlich. Aber es funktioniert. Und letztendlich ist das doch, was zählt. Und natürlich, wie oft Orgrin das aushalten kann, weil ich glaube, bald hat er alle Verletzungen, die man haben kann. Bluthusten und alles. Er hat einfach... Jede Krankheit. Guten Tag. Ah, guck mal, er hat auch einen Nook gegessen, wie schön. Oberflächler Knauf. Ach, das ist schön. Da haben wir nämlich zwei Sachen schon in denen. Wir wissen, wem das gehört. Wir wissen, wem das gehört. Natürlich. Nämlich dem, wo wir auch den Sarg gefunden haben. Dolch der dunklen Blut braucht keiner. Ess den ruhig mal, das ist schon in Ordnung. Guten Tag, Herr Ruck. Geh weg! Das ist meins! Nur ich darf die Reichtümer plündern. Ist das Brunkers Lager? Es ist meins. Ich hab's gefunden. Ich hab die Griecher vertrieben. Jetzt ist es meins. Mach was ich sage, sonst töte ich dich. Geil. Super. Bitte, tu Ruck nichts. Es tut Ruck leid. Hast du etwas, das du tauschen würdest? Ruck hat einige Sachen. Aus dem Lager, aus den Netzen. Du gibst dafür Glitzermünzen, ja? Ja. Wenn du so fragst. Was hat denn ein Typ wie du? Oh, ein zwergisches Langschwert aus Silberit. Was gar nicht mal so schlecht ist. Oh. Der Gürtel des Zerstörers, Entschuldigung.
gibt noch mal eine Regeneration im Kampf. Das ist also nicht ganz so viel besser. Silbernes Symbol mit Ätzung. Mein Inventar ist natürlich wieder voll. Okay. Weißt du, wie wär's denn, wenn du mir erstmal Glitzerkram gibst? Guck mal, ich habe hier diese tolle, wunderbare, superschwere Scheißplatte, die mich keiner tragen möchte. Dafür gibst du mir erstmal das. Okay, dann schauen wir mal noch. Also dieses zwergische Langschwert, es sieht gut aus, es macht bestimmt fett Laune. Damit jemanden über die Rübe zu zerdeppern. Was ich natürlich für ein Problem habe, ist, dass meine Axt natürlich um einige stärker ist. Ein Arcana-Krieger, sowas werde ich vielleicht niemals erschaffen. Vielleicht doch, wer weiß das schon. Das Sägeschwert kann weg. Ich kaufe es mir doch, das Sägeschlangenschwert. Ich weiß, vielleicht Geldverschwendung, aber solange mir keine Einheit gebietet. Tu mir nichts. Ruck macht, was du willst. Ah, ich glaube, ich kenne deine Mutter. Heißt sie Filda? Nein, keine Filda, keine Mutter, keine warme Decke und Eintopf und Kissen und freundliche Worte. Ruck verdient gute Erinnerungen nicht. Nein. Also ist er das. Deine Mutter vermisst dich. Ich sollte dich für sie finden. Sie wusste nicht, was ich tat. Ich wurde sehr, sehr, sehr wütend. Und dann war einer tot. Sie wollten Ruck in die Minen schicken. Okay. Wäre ich in die Minen, hätte sie es erfahren. Alle hätten es erfahren. Also kam ich hierher. Wenn du isst, wenn die Dunkelheit in dir ist, vermisst du das Licht nicht mehr. Trotzdem sitzt du am Feuer. Weißt das, oder? Ruck kann es sehen. Er sieht die Dunkelheit in dir. Das ist richtig, ich bin ein grauer Wächter. Du musst deiner Mutter sagen, dass du noch lebst. Nein, sie darf nicht. Sie kennt einen Jungen, einen kleinen Jungen mit leuchtenden Augen und einem Hammer. Und sie darf das nicht sehen. Du musst versprechen, geloben, schwören, dass du nichts sagst. Gut. Ich werde für dich nicht lügen. Soll sie lieber glauben, dass du tot bist? Ja. Aber ist aber nicht. Sagt der Mutter, Ruck ist tot. Er ist tot. Seine Knochen verrotten im Netz der Kriecher. Und sie soll nicht mehr nach ihm suchen. Gut, ich sage ihr, dass du heldenhaft gestorben bist. Ich werde für dich nicht lügen. Was mache ich denn jetzt? Ach. Ja, komm. Ja, das ist Ruck. Tot wie Knochen, die zu Staub zerfallen, wenn du sie berührst. Was soll ich denn so einen netten Mann? Was soll... Warum? Ha? Ich könnte jetzt mal das zwergische Langschwert ausprobieren. Ich denke mal, Schwerter ist eh so mehr meins. Zing. Es sieht natürlich auch mehr aus, als ob... Tja, es ist stärker natürlich, klar. Sieht aus, als nehme dieser Knochenfledderer in Ruckers altem Lager. Habt ihr die Spuren auf dem Boden gesehen? Hier waren einst eine Menge Leute und Feuerstellen. Jetzt weiß ich, dass sie nicht mehr hier ist. Sie hätte niemals geduldet, dass so etwas am gleichen Ort wie sie schläft. Okay, also... Als Paragon kann sie das nicht verantworten. Irgendwie sowas, das ist ja so ein toter Mann. So ein halbtoter Idiot. Lyrium nicht, also der ist wirklich der Dunkelblut gefressen. Guten Tag. Ja, schrei mich an, da stehe ich drauf. Komm! Schrei mich an und sag mir, was du kannst. Zack, Kältekegel. Da kommt wieder ein Golem, das ist schlecht. Ich cage den mal weg, vielleicht geht das. Jawohl. Oh, ey. Du hast alle fucking Verletzungen, die man sich noch wünschen kann. Jetzt geh nicht drauf. Oh. So, du machst da hinten weiter. Ich kümmere mich hier mit Papi um den Steingolem. Ist natürlich nicht so einfach. Gegen so ein Kerlchen. Oh, der boxt aber auch eine Keule, sag ich euch. Das hast du gut gemacht. So, und jetzt nach vorne preschen. Ach, da war nichts mehr zu preschen. Ich habe das Gefühl, ich bin langsamer geworden mit der Klinge. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Und ich mache natürlich meinen Zusatzfeuerschaden nicht mehr, aber ich denke mal, das ist die kleinste Sorge, die ich habe. Novizen Kalteisen, das ist, glaube ich, Untote. Kalteisen oder Kalteis.
Steingolem, da hinten noch die Truhen durchforsten. Jawohl. Ja, der Ogryn, das war vielleicht nicht die beste Wahl, den mitzunehmen. Ich sag's, wie es ist. Ist zwar geil und so, aber er ist so angeschlagen und niedergeschlagen. Zwergenrüstungsstiefel. Wahrscheinlich geil. Kann ich trotzdem nicht gebrauchen. Ich höre gerade das. Das ist Wasser, glaube ich. Ganz normales, stinkendes Wasser. Okay. Alles klar. Ah, da hinten geht's weiter. Es gibt wieder Spinnen zu bekämpfen. Und auch dafür lasse ich mir natürlich, da bin ich hergekommen, da habe ich alles durchsucht. Okay, dann können wir da mal hingehen. Verdorbene Spinne. Heißt, auch sie hat Fleisch gegessen von der dunklen Brut? Fragezeichen. Vielleicht. Hup, da ist er weg. Hup, da sind sie alle weg. Haben die Angst? Oder kommen sie gleich alle wieder? Ja, das Gefühl, dass sie gleich alle wiederkommen. Vor allem, die leichtet mich hier so an, ne? Die Spinne. Bestimmt gerade über mein Leben, sozusagen. Und das mag ich nicht. Ich mach das lieber gerne selbst. Ja, hier wird gespeichert. Vielleicht ein riesiger Spinnenboss, wer weiß das schon. Oh, 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 oh. Ja, zurück, auf jeden Fall. Oh, shit. Ja, ist jetzt nicht clever. Wir haben zwar eine gute Brückenposition. Und das ist schon nett. Aber da vergeude ich gerade meine beste Waffe gegen die Leute da. Was ist das für ein Kodex? Wahrscheinlich die verdorbenen Spinnen. Hier gibt es einiges zu kloppen. Und da geht es natürlich auch schnell drauf. Das ist auch völlig klar und normal. Versuche ich mal mit allen Mitteln zu wehren. Hust mit allen Mitteln zu wehren. Das war nicht geil. Das war nicht geil. Da hätte ich cleverer kämpfen können. Ganz klar. Indem ich mal eben kurzerhand. Ja, bitte. Ja, bitte. Einen Lockvogel stelle, und zwar den Ogryn. Ihr seid auf Position, geil. So. Weil hier ist ganz klar, ich brauche hier mehr als eine Idee, um das Ganze zu lösen. Ich bin bereit. Und, ach ja. Das war natürlich sonnenklar, dass er natürlich da stehen bleibt, der Vollspacken, ne? Ja, wir machen es jetzt erstmal so, dass der Ogryn da steht. Und alles, was kommt, auffällt. So, den zweiten Schwall werde ich jetzt hier mal eben... Zack. Das hat gut geklappt und das meine ich... Das ist halt die super Idee halt. Enge Räume eignen sich halt super zum Kämpfen. Soll es sein. Junge, komm da raus! Passiert mir so gut wie nie. Natürlich passiert das so gut wie nie. Ich meine... Junge, du hast fucking jeden Knochen gebrochen in deinem Scheißkörfer. Tut mir leid, dass ich das so sage. Aber bitte, ich bitte euch. Jeder hat erkannt, dass der Ogryn nicht unbedingt der Mann ist. Für Supergrobe. Da müssen wir mal eben ran. Morrigan muss da ran, vor allen Dingen. Müssen wir das Ganze seitlich angehen. Oh, da hat das natürlich widerstanden. Oder ich habe nicht getroffen, beides ist hier natürlich möglich. Oh, sie kann beim Rückweg bei mir plündern. Ach, die war gar nicht zu plündern, die Spinne. Okay. Dann halt nicht. Und so, in der nächsten Folge schauen wir uns hier weiter um. Es sieht so aus, als ob wir hier auf irgendwas fündig werden könnten, was die Brunker angeht. Ich hoffe, du bist begeistert und bleibst dabei und lässt vielleicht für diese Folge einen Daumen da. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.